Servus, liebe Souls-like-Freunde. Das Jahr 2024 neigt sich so langsam dem Ende zu und trotz zahlreicher grandioser Souls-like-Games, die in diesem Jahr erschienen sind und mit denen wir möglicherweise noch immer zu tun haben, blicke ich persönlich schon jetzt mit Spannung ins nächste Jahr. Denn der Grund dafür ist, auch 2025 erwarten uns einige Top-Souls-like-Games, welche wir natürlich nicht verpassen dürfen. Und genau aus diesem Grund, liebe Freunde, möchte ich euch in diesem Video 12 dieser Souls-like-Games vorstellen, auf die ich mich persönlich schon jetzt riesig freue. Vor allem, da ich mir ja in vergangenen Streams schon viele von diesen Games angeschaut habe und ganz gut weiß, was da auf uns zukommt. Ihr könnt also gespannt sein, liebe Freunde, los geht's! Ja, Freunde, fangen wir an mit No Rest for the Wicked. Wie auch einige andere Games in dieser Liste ist dieses etwas andere Souls-like aus dem Hause Moon Studios bereits im April 2024 in den Early Access auf Steam gegangen und soll bis Februar 2025 fertig entwickelt und somit auch released werden, wo es dann auch auf allen gängigen Plattformen erscheinen wird. No Rest for the Wicked sticht zwar durch seinen einmaligen Artstyle und durch die ISO-Perspektive hervor, doch auch die Spielmechaniken sind allesamt extrem erfrischend. So bewegen wir uns quasi als Jäger und Sammler durch eine extrem schicke und extrem gefährliche Spielwelt, bekämpfen jede Menge Gegner, bekommen es mit zahlreichen Bossen zu tun und sammeln dabei möglichst viele Ressourcen auf, um unsere Ausrüstung und vor allem unser Hauptquartier zu verbessern. Zudem soll No Rest for the Wicked auch einen Koop-Modus bekommen, wodurch sich nicht nur ich, sondern auch meine Freundin mega auf dieses Game freut. Ich bin super gespannt, ich hoffe ihr auch. Das nächste Souls-like in dieser Liste wird das gnadenlose 2D-Ratten-Souls-like Tales of Iron 2. Auch dieses Game haben wir uns im Stream bereits angeschaut und ich muss sagen, Tales of Iron 2 wird wahrscheinlich härter und besser als sein Vorgänger. In Tales of Iron 2 kämpfen wir uns dieses Mal mit den verdammt bösartigen Fledermäusen rum, welche allesamt nur eines wollen, nämlich unseren Tod. Und diesen, liebe Freunde, werden sie mehr als oft bekommen. Tales of Iron 2 wird, genau wie schon der erste Teil, extrem hart werden und wird uns, egal ob wir jetzt in den Bosskämpfen sind oder ob wir die Spielwelt durchlaufen, alles abverlangen. Dabei greifen wir auf die perfekte Steuerung des ersten Teils zurück. Und überhaupt hat der Entwickler an den guten Dingen des ersten Teils festgehalten und erneut eine wunderschöne, handgezeichnete Spielwelt mit einer extrem genialen Vertonung erschaffen, wodurch wir eine einmalige Atmosphäre genießen dürfen. Tales of Iron 2 wird im Februar 2025 für alle gängigen Plattformen erscheinen und ganz sicher werdet ihr dann das ein oder andere Video hier auf meinem Kanal dazu sehen. But you won't defeat Count Kazak and his dreaded Sky Scorchers. Alone. Unite the disparate clans of the realm. Rebuild Winter's Edge to an all-new glory. And forge the very weapons of legend. Though remember, the stronger the light, the darker the shadow. Of the
Das nächste Souls-like in dieser Liste, auf welches ich mich persönlich schon riesig freue, ist Daba Land of Water Scar. Zwar gibt es zu diesem Game bisher kein Veröffentlichungsdatum, doch ist man sich hinter den Kulissen ziemlich sicher, Daba Land of Water Scar soll 2025 erscheinen. In Daba Land of Water Scar spielen wir eine humanoide Tonpuppe und unsere Aufgabe ist, na klar, die Welt retten. Den Kollaps verhindern wir, indem wir bestimmte Fragmente sammeln. Dabei bewegen wir uns durch verschiedenste Landschaften wie verlassene Ruinen, düstere Gefängnisse oder riesige Bruchtäler und bekämpfen dabei unzählige heftige Gegner und Bosse. Daba Land of Water Scar wird aller Voraussicht nach exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Wann das allerdings genau sein wird, werden wir wohl abwarten müssen. Ja, Freunde, auch das nächste Souls-like-Game in dieser Liste habe ich dank des Early Access bereits für unzählige Stunden anspielen dürfen und euch in diesem Video hier daran teilhaben lassen. Die Rede ist, na klar, vom Dark Souls Sekiro Mix Crystalla, in welchem wir uns in Form einer Katze durch eine wunderschöne und vor allem gefährliche Spielwelt kämpfen, wo wir es nicht nur mit jeder Menge Gegnern und Bossen zu tun bekommen, sondern auch so einige komplexe und tiefgreifende Nebenmissionen erledigen müssen. Zur Verfügung stehen uns hier jede Menge coole Waffen, Rüstungen, Zauber und Waffenfähigkeiten. Zudem können wir nicht nur schleichen, sondern auch nahezu überall draufklettern. Das ist nicht nur ziemlich cool, sondern bringt eine extrem coole Dynamik ins Spiel, die unter den Indie-Games meist seinesgleichen sucht. Crystalla wird aller Voraussicht nach im Dezember 2025 fertig entwickelt sein und dann auf allen gängigen Plattformen released werden. Das nächste Souls-like-Game in dieser Liste haben wir uns ausnahmsweise noch nicht angeschaut, aber nur weil ich die spielbare Demo auf Steam verpasst habe, ich Depp. Die Rede ist vom Martial Arts Souls-like Echoes of Chi Samsara, welches uns in eine Fantasy geprägte Welt entführt, in der wir in das Reich der Geister eintauchen und nach Wegen suchen, die Welt zu retten. Wie soll es auch anders sein? In Echoes of Chi Samsara erleben wir ein hochintensives Kampfgefühl, das Angriff, Verteidigung, perfektes Ausweichen und Parieren nahtlos miteinander verbindet. Echoes of Chi ist eines von zahlreichen Souls-like Games im Astia-Setting, auf das ich mich 2025 extrem freue. Und wann Echoes of Chi 2025 genau erscheint, wurde bisher allerdings noch nicht verraten. Doch Fakt ist, liebe Freunde, es wird ein absoluter Knaller und zwar auf allen gängigen Plattformen. Yeah.
Und ja, liebe Freunde, wie bereits erwähnt, wird es im nächsten Jahr so einige Knaller Souls-Likes geben, die uns in ein geniales Asia-Setting entführen. Und dies tut auch das nächste Souls-Like-Game in dieser Liste, nämlich Fanki Luoyang. In diesem wunderschönen, extrem schnellen und verdammt harten Souls-Like-Game erleben wir ein einzigartiges Souls-Like, welches spielerisch an die extrem erfolgreiche Nioh-Reihe erinnert. In Luoyang bewegen wir uns während der Tang-Dynastie durch eine extrem turbulente Zeit im alten China, bekämpfen alle möglichen Arten von Gegnern und bekommen es natürlich mit extrem herausfordernden Bossen zu tun. In den extrem schnellen und wuchtigen Kämpfen stehen uns neben jeder Menge Zaubern und Waffenfertigkeiten auch viele unterschiedliche Waffenarten zur Verfügung, welche allesamt seine ganz eigenen Movesets an den Tag legen. Alles in allem freue ich mich riesig auf den Release von Luoyang. Wann dieser aber 2025 sein wird, steht leider bisher noch nicht fest. Ja, liebe Freunde, das nächste Souls-like-Game in dieser Liste hat es mir so richtig angetan. Nämlich habe ich die verdammt kurze Zeit der spielbaren Demo genutzt und nicht nur selbst mal reingeschnuppert, sondern auch einen kleinen Spieletest hierzu gemacht, den ihr euch gerne anschauen dürft. Die Rede ist nämlich vom nahezu perfekten 2D-Souls-like Vaporworld Over the Mind, welches vom Setting her stark an Lies of P erinnert und in Sachen Schwierigkeitsgrad locker mit diesem Meisterwerk von Neowise mithalten kann. Vaporworld entführt uns in eine unglaublich atmosphärisch düstere, von Hand gezeichnete Spielwelt, in der wir es mit wenigen, aber dafür extrem brutalen Gegnern zu tun bekommen. Hier werden wir diesen Typen und vor allem den einzigartigen Bossen mit jeder Menge unterschiedlicher Waffen im Offensivbereich und mit den typischen Elementen wie Blocken, Ausweichen und Parieren im Defensivbereich. Vaporworld hat alles in allem, meines Erachtens, ganz locker das Zeug dazu, das ultimative 2D-Souls-like zu werden, und genau deswegen freue ich mich auf dieses Game wie ein kleines Kind vor Weihnachten. Wann Vaporworld Over the Mind aber genau erscheinen wird, ist bisher allerdings noch nicht ganz klar, doch es wird das Souls-like-Genre 2025 definitiv um einen grandiosen Titel erweitern, und das auf allen Plattformen. Versprochen. Und ja, Freunde, Vaporworld ist nicht das einzige 2D-Souls-like, auf das ich mich 2025 riesig freue, und es ist auch nicht das einzige, welches das Zeug hat, das beste 2D-Souls-like aller Zeiten zu werden. Der härteste Konkurrent für diese Auszeichnung erscheint nämlich ebenso 2025, und das wäre das wunderschöne und gnadenlose Mandragora. Auch dieses Game haben wir uns im Stream bereits anschauen dürfen, und dort hat es nicht nur mich, sondern auch jede Menge von euch überzeugt. Mit dem düsteren, mittelalterlichen Setting in einer wunderschön handgezeichneten Spielwelt, dem genial herausfordernden Kampfsystem und dem richtig tollen Crafting-System bietet uns Mandragora eine einmalige Erfahrung, um die kein Souls-like und Metroidvania-Liebhaber drumherum kommen wird. Ich persönlich freue mich riesig drauf, wenn Mandragora aller Voraussicht nach im Frühjahr 2025 auf den gängigen Plattformen erscheinen wird, und liebe Freunde, ganz sicher werdet ihr das ein oder andere Video zu diesem Spiel auf meinem Kanal dann finden.
Ja! Das nächste Souls-like-Game in dieser Liste sollten nun wirklich alle Souls-Liebhaber auf dem Schirm haben und ich glaube, das haben auch alle. The Relic, The First Guardian ist eines der Souls-likes, auf das die gesamte Souls-like-Branche mit Sehnsucht wartet. Scheint es nicht nur ein absoluter Augenschmaus zu werden, sondern auch ein einmaliges Souls-Erlebnis. So haben die Entwickler ein tiefgreifendes Gameplay mit spannenden und herausfordernden Kampfsystem versprochen, welches uns eine nie dagewesene Intention verschaffen soll. Man soll seinen Charakter mit verschiedenen Fähigkeiten ausstatten und eine eingestürzte Welt erkunden können, in der nicht nur gekämpft wird, sondern soll es auch unzählige Rätsel beinhalten, die gelöst werden wollen. Wann genau The Relic 2025 erscheint, ist bisher leider noch unklar, doch deutet einiges auf einen Release im Frühjahr 2025 hin. Das Game soll dann auf allen gängigen Plattformen erscheinen und, liebe Freunde, ich freue mich drauf. Und ja, Freunde, das nächste Souls-like-Game entführt uns erneut in ein düsteres und vor allem herausforderndes Astia-Setting, nämlich Wuchang Fallen Feathers. Dieses wunderschöne Souls-like-Game soll 2025 auf alle gängigen Plattformen kommen und, liebe Freunde, wird dann sogar ab Day 1 in den Xbox Game Pass kommen, wodurch Besitzer dieses Abos natürlich nicht um dieses Souls-like-Game drumherum kommen werden. In Wuchang Fallen Feathers schlüpfen wir in die Rolle von Wuchang, einer erfahrenen Piratenkriegerin, die von Amnesie geplagt wird und sich nicht nur mit ihrer mysteriösen Vergangenheit auseinandersetzen muss, sondern auch mit der schrecklichen Federung-Krankheit, von welcher sie befallen ist. In Wuchang Fallen Feathers steht uns ein extrem komplexes und vor allem schnelles Kampfsystem zur Verfügung, welches uns in der gnadenlosen Spielwelt und vor allem während der gnadenlosen Bossfights alles abverlangen wird. Alles in allem wird Wuchang Fallen Feathers eines der Highlights im nächsten Jahr für mich und dementsprechend freue ich mich natürlich auf dieses wunderschöne und düstere Souls-like-Game. Ja, Freunde, beim nächsten Game in dieser Liste sehe ich jetzt schon vor Augen, wie sich die Kommentarleiste mit "Ah, das ist kein Souls-like-Game" füllt. Und ja,
es ist keins und trotzdem muss Ghost of Yotai unbedingt in dieser Liste auftauchen. Ich meine, Ghost of Tsushima war ein absolutes Meisterwerk. Optisch, atmosphärisch, spielerisch und natürlich die mitreißende Story haben sich in meinen Kopf eingeprägt und in meinen Herzen verfestigt. Kaum jemand mit einer Playstation wird um dieses Game drumherum kommen. Ich liebe Ghost of Tsushima und ich werde Ghost of Yotai ganz sicher auch lieben und freue mich riesig auf dieses Meisterwerk, welches 2025 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird. Ja, Freunde, und damit kommen wir nun zum letzten Souls-like-Game in dieser Liste und zum vielleicht besten und vor allem härtesten Souls-likes 2025, nämlich The First Berserker Kazan. Die Beta dieses grandiosen Souls-likes haben wir uns ja bereits anschauen können und vor allem stachen hier zwei Dinge heraus. Zum einen der extrem hohe Schwierigkeitsgrad und zum anderen, dass The First Berserker Kazan nahezu perfekt funktionierte. Egal ob es das essentielle Parieren war, die extrem flotten, wuchtigen und knackigen Kämpfe oder die düstere und wunderschön anzusehende Spielwelt. Alles passt hier perfekt zusammen und wird das Herz eines jeden Souls-Likers, der keine Abneigung dem Parieren gegenüber hat, definitiv erwärmen. Mit seinem relativ linearen Level-Design, dem komplexen, aber einfach zu lernenden Kampfsystem, den knüppelharten Bossen und der genialen Story hat The First Berserker Kazan auf jeden Fall das Zeug dazu, das beste Souls-like 2025 zu werden. Ich bin super gespannt auf die Endfassung, die im Frühjahr 2025 auf alle gängigen Plattformen erscheinen soll und freue mich auf die unzähligen Tode, die ich in The First Berserker Kazan erleben werde. Und ja, Freunde, somit sind wir nun am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, auch für euch waren die ein oder anderen Souls-like-Games dabei, auf die ihr euch schon jetzt für 2025 freut. Wenn ihr diese Liste um eure Favoriten erweitern wollt, dann macht dies gerne in den Kommentaren und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Like da, abonniert meinen Kanal und teilt dieses Video mit all euren Souls-like-Buddies. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.